So, hallo, mein Name ist Lauri. Ich wollte euch nur ganz kurz etwas erzählen, was mir sehr wichtig ist und ich glaube, dass die Mainstream-Medien das nicht ordentlich berichten. Und zwar, Informationen sind sehr wichtig. Ja? Und wir haben heute doch irgendwie das Glück und den Vorteil, dass wir uns selbst informieren können. Und zwar dem Internet sei Dank. Ja? Also wir haben doch die Möglichkeit, wenn wir ein bisschen Zeit und Mühen investieren, dass wir recherchieren können und uns Informationen von vielen möglichen Quellen holen können. Jetzt ist es so, dass in den USA, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die Netzneutralität aufgehoben worden ist. Netzneutralität bedeutet, dass die Provider keine Seiten bevorzugen dürfen und quasi alle Inhalte mit der gleichen Geschwindigkeit angeboten werden dürfen. Das ist in den USA jetzt abgeschafft worden. Das bedeutet, dass die Website, die viel Geld dem Provider zahlt, eine schnellere Übertragungsrate bekommt als kleinere Webseiten, die nicht so viel Geld haben und dann quasi nur geringere Geschwindigkeiten bekommen. Also das bedeutet, dass sukzessive nicht mehr der Kunde, also der Internetsurfer, die Möglichkeit hat, sich dann diese Informationen frei auszusuchen, sondern es wird dann quasi diktiert werden von den Leuten, die halt genug zahlen, die mehr zahlen, die werden dann diese Informationen schnell anbieten können. Das ist in den USA passiert. Das ist halt nur eine Frage der Zeit, glaube ich, bis wir den Blödsinn aus den USA nachmachen werden. Und ich wollte euch nur darauf irgendwie darauf hinweisen, wollte euch bitten, informiert euch, glaubt nicht alles, was ihr hört, glaubt auch nicht mir, sondern setzt euch bitte hin und recherchiert. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, und ein Vorredner hat das eh schon angekündigt, ja, dieser Transatlantik-Pakt zwischen der USA und der EU, der bedeutet nichts Gutes. Ja. Ich glaube nicht, dass die US-Amerikaner unsere relativ doch hohen Standards übernehmen werden, sondern es wird wahrscheinlich runternivelliert werden auf die US-Standards. Ja. Es ist heute schon gefallen, gentechnisch verändertes Saatgut, das jetzt an die Händler verfüttert wird. Es ist ja tatsächlich so in den USA, dass es verboten ist, Lebensmittel zu kennzeichnen, die gentechnikfrei sind, ja, weil das ja den Wettbewerb verzerren würde. Ja, also wir haben jetzt noch dieses Gentechnik-Freizeichen. Wenn dann dieses Abkommen kommt mit der USA, dann wird das dann verschwinden. Ja. Also holt euch noch so Informationen, solange es noch geht. Und wie gesagt, glaubt nicht alles, seid kritisch, informiert euch und ja, bitte hört auf, Mainstream-Medien zu lesen. Dankeschön. We'll be right back.